wir auf dem Weg zum zweiten Meuteführer und gucken uns dann Heidetager Rüden auch an. Ja, dann schauen wir mal, ne? Hundis habe ich eben schon ordentlich laufen lassen. Und ja, in diesem Sinne, Horido, Waldmanns Heil und bis später, meine Freunde. Ja, es gibt Straßen. Sie bestehen tatsächlich hier noch aus Kopfsteinpflaster. Das ist ja ganz schön holperig hier. Aber ist so, ne? Da fährt man halt freiwillig dann nur noch 20 km/h. That's life. Ne, Rollo? Du olle Pippi? Besser neben der Straße fahren als auf der Straße, muss ich hier gerade feststellen. Na gut, ich habe den Suzuki mit. Viel angenehmer und besser für die Stoßdämpfer. What the fuck? Ja, bin jetzt bei Remo angekommen, bei seiner Drückjagdmeute. Und ich bin jetzt gerade aufs Gelände gekommen. Die Hunde sind hier im Freilauf und ich filme das einmal. Und Remo wird noch ein bisschen was zu seinen Hunden gleich mal sagen. Und ja, in diesem Sinne, meine Freunde. Remo, moin moin. Ja, vielen Dank, dass ich bei dir kommen durfte und deine Hunde einmal angucken darf. Das darfst du. Und da sind die ganzen Brocken. Und ich bin ja hier wegen Butch. Butch. Vor allen Dingen. Butch. Butch kommt. Der Heideterrier Rüde hier. Butcher. Super. Der hinten ist, genau. Der soll in 2 Jahren mal Vater werden. Hey. Ganz genau. Ja, was hast du für Hunde hier drin? Also ich habe hier 3 Heideterriers drin. Der junge braune Rüde ist Putin, das ist vom Butch ein Sohn. Die schwarze mit Brand, das ist vom Butch die Tochter. Das ist eine OSB-Bracke, die habe ich aus der Schwarzen heute von Frank Meyer. Das ist eine OSB-Bracke? Ja, das ist eine OSB-Bracke. Okay. Die habe ich von Frank Meyer, also ne, aus der Schwarzwaldmeute. Ach, von Frankie, von Frankie. Von Frank Meyer. Der wohnt ja hier ein paar Kilometer weiter. Ja, von dem waren wir schon kurz vorher, vor dir. Ach so. Einmal, wir haben uns einmal, ach, der ist von ihm? Das ist ja eine Granate, wa? Genau, der ist jetzt 1 Jahr und ich glaube 2 oder 3 Monate. Ja, okay. Das ist mein Deutsch-Kurzhaar, den habe ich vom Kollegen, der hat auch eine Hundemeute, Marc Degen. Ja. Ein richtig guter Finder. Ohne einmal quer zu schlagen, funktioniert immer, egal was das für ein Gelände ist. Okay. Geht der volle Sau. Ja, und das ist Nadia. Die ist jetzt 11 Monate alt. Das ist meine Drahthaar-Kreuzung. Okay. Aber richtig gut. Aber ein richtiger Saupacker, ne? Ja, die packt richtig. Die packt richtig und hält auch nicht mehr. Oder die lässt, hält, die lässt nicht mehr los. Die ne? lässt nicht los. Ja, ist ja top. Die ist jetzt 10 Monate, die funktioniert. Also die hat mit 4,5 Monaten hat sie ein 50 Kilo Schwein gefangen. Alleine. Unglaublich, unglaublich. Und alle sozialverträglich und. Ja. Die fressen auch alle aus dem Napf, laufen gehegefrei umher. Und eigentlich alles entspannte Hunde. Ne? Außer nachts natürlich. Ne? Da klar. Ist das auf dem Grund und Boden. Ist wie bei jedem anderen, glaube ich, auch. Passen sie auf. Ja, müssen sie. Scooby, ja. Komm. Und hier hast du noch einen Pedder-Dale-Rüden. Ja. Den Pedder-Dale-Rüden, den habe ich von Eduard Mangold geholt. Bin ich bis kurz vor Belgien, also ein paar Kilometer vor Belgien sind das. Okay. Der ist aus dem Rüden Lucifer. Das eine, also den kennt man, den hat der Ronny Claude und der Eduard Mangold gezüchtet. Nee, Mangold nicht, Uwe Lenken gezüchtet. Und ja, das ist, ja, so gesagt ist das eigentlich vom Finderischen her mein bestes Pferd, aber jagdlich darf ich ihn nicht mehr einsetzen. Ja. Ja. Weil er hat 4,5 Stunden im Bau an 2 Dachsen hantiert und hat fast den Kampf verloren, wenn ich nicht gekommen wäre. Ne? Ja, an 2 Dachsen ist natürlich selbstverständlich. Ne? Der hat vorne auch die Zähne verloren, beziehungsweise den linken Schneidezahn. Der Kiefer war gebrochen. Okay. Und der Lefze war weg. Das hat der Tierarzt alles gerichtet, hat das alles hochgeholt, damit das eigentlich normal wieder aussieht. Mhm. Aber nun bleibt er nur noch Wohnungshund, weil er ist ja drinnen. Ja, ich habe noch eine Hündin, aber die habe ich gerade nicht hier. Die habe ich beim Bekannten, weil die kriegt jetzt von ihm nochmal Welpen. Okay. Und die soll da werfen. Ja, und so
Ja, wir sind hier ja noch nicht fertig, das dauert ja noch ein bisschen. Ne? Also wir wohnen ja erst ein paar Monate hier. Oh, deine Zwinganlage sieht ja auch top aus, ne? Schön gepflegt und so weiter. Ja, bloß dreckig, von außen die Tür durch die Hunde. Ne? Ja, gut, das ist ja normal, ne? Ja, hat schon ein bisschen Zeit. Ja, wir sind jetzt mal auf eine Grünfläche gegangen, ein bisschen weiter weg von dem Haus da, wo Remo herkommt. Und er hat jetzt einen Heideterrier-Rüden mitgenommen, den ich mir angucken wollte. Und noch eine Drahthaar-Hündin, ein Mischling, also ein Mix, eine kleine. Und wir lassen gleich mal den Heideterrier ein bisschen laufen. Und ich gucke mir dabei ein bisschen an, wie er so drauf ist und so weiter. Aber im Zwinger, da war er schon sehr verträglich und lieb auch. Also gucken wir mal. Rein jachtlich habe ich auch schon einiges gesehen von ihm. Ja, und dann gucken wir mal weiter. In diesem Sinne, Frau Redo und Waldmannsheil, und bis gleich, meine Freunde. Hey, ja, warte mal, Butch, Butch, Butch. Oha, eine Krähe. Ja, alles gut. Einmal ganz kurz. Top. Wie alt ist Butcher jetzt? 2,5. Hey, Butch. Butcher. Hey. Jetzt einfach nur unter Strom steht. Ja. Butch. Komm hier, hey, Butch. Butch. Hey, komm mal, komm hier. Super, komm mal hier. Ja. Hallo. Hallo, Butcher. Alles gut? Alles gut? Super, ja. Hi. Ein Sprint noch. Hopp, los, drauf. Komm, hopp hier. Ein Sprint noch. Ja, dann erzähl doch mal ein bisschen was zu Butcher, so von ihm. Also grundsätzlich 2 Jahre alt ist er und wenn du bei dir in der Meute mitjagt, der absolute Packer oder eher ein Finder oder was ist er? Ja, er findet. Also er findet selbstständig, er geht spurlaut, sichtlaut. Ja, wenn man nicht rechtzeitig da ist, dann langt er auch hin. Ne? Also er ist schon ein richtig guter Packer auch. Also er macht eigentlich keinen Halt oder so. Weißt? Ich sag mal so, er macht schon ab und zu mal Alleingänge, wo er sich mit irgendwelchen größeren Schweinen das Prügeln kriegt. Ah, so ist er richtig gut, ey. Aber wenn du jetzt einen Keiler hast, der dich annimmt oder so, da geht er voll dazwischen, oder? Naja, das macht er. Da wird er niemals irgendwie warten oder so, weil das macht er nicht. Also der hilft immer. Und ansonsten noch eher ein ruhigerer Vertreter, also kein permanenter Kläffer oder so, ne? Nee, das macht er nicht. Der kläfft nicht. Er ist auch kein Stresssucher, der sucht wirklich keinen Stress mit anderen Hunden oder sowas. Macht er alles nicht. Komplett entspannt. Not nicht, das nicht, das nicht, macht er alles nicht. Also so ist ein eigentlich normaler, verträglicher Hund. Aber auf den Jagd, einer meiner besten Hunde. Ne? Ja, okay. Also ich bin auch froh, dass ich ihn damals geholt habe, bin ich auch ehrlich. Ne? Also wenn er mit ranhängt, da kann man sich schon ein bisschen aufhören. So Remo, ich fülle mal eben auf deinen Rücken. Ja. Da hast du ja deine Drückjagdmeute drauf. Stöberhunde von den Eichen, ist das richtig? Ja, ja. Genau, da und das ist auch deine Telefonnummer. Ja. Also man kann euch auch buchen. Man kann euch auch buchen und was für Drückjachten macht ihr denn so? Von Schilf über Mais über alles? Wir machen Maisjachten, wir machen Schilfjachten, Waldjachten mit Schwarzdorn oder Gartersysteme, alles. Ja. Also da wo man wirklich hilft. Da wo man wirklich Hilfe braucht, wo das Schwarzwild extrem ist, da fahren wir auch ganz gerne hin. Und wie viele Hunde führt ihr in eurer Meute, sag ich mal so? Wir haben 16 Hunde. Wir haben in der Meute drinnen Paddeldeer, Heideterriers, USB-Bracke, Kurzhaar, Heide Nadja, Weimaraner, Drahthaar, Jack Russells. Ja,
Labrador-Paddle-Kreuzung. Okay. Ja, und den Ding. Boccia. Schon rund diese Bogenstiege. Wie viel Kilo wiegt der eigentlich, der Boccia? Der hat jetzt hat er zur Zeit, ich glaube 18. 18 Kilo hat er jetzt. Okay. Sonst in der Sommersaison ist er ein bisschen schwerer, aber das ist ja auch normal, weil ja, ich fütter ihn ein bisschen mehr, damit es mir über der Jagdsaison nicht so doll einfallen. Weil die rennen ja da dreifache oder vierfache das, als das, was wir da rennen. Und man sieht auch eine Top-Bindung zu dir, kein Kadavergehorsam, sondern bei diesen die Hunde auch noch was werden. Das finde ich halt auch ziemlich wichtig und gut. Genau, genau. Und vor allen Dingen wachsen in der Familie mit auf, Kinder habt ihr und total sozialverträglich, auch mit den Kindern. Und das finde ich halt genial. Ja, die Coach, wo ich den geholt habe, war so eine ängstliche Sau, richtig Angst. War auch mit dem Vorbesitzer hat das viel zu tun. Und meine sechsjährige Tochter hat den Hund dazu gebracht, dass er ja, die Menschenscheu verliert. Ne? Ja, Wahnsinn. Und somit hat er ein gutes Leben. Ne? Mit 2 Jahren jetzt, 2,5? Ja, 2,5 ist er jetzt. Ne? Ja. Ich finde den einfach geil. Ne? Also. Ja, es ist ein echt schicker Hund, muss ich sagen. Ich bin total zufrieden mit diesem Hund. Ne? Also. Ja. Gudi, wunderbar. Das ist schon mal schön, ne? Also die beiden, das wären wohl, das ist das beste Pärchen, das du haben kannst, wenn du auf Jagd bist. Ne? Gerade was die Sauen angeht. Ne? Hier in Mecklenburg habt ihr sowieso ziemlich viele Sauen, oder? Weil bei uns sind die erst seit 6 Jahren so richtig im Vormarsch. Also jetzt da, wo ich herkomme. Und hier habt ihr schon bestimmt seit 50, 60 oder seit immer Sauen. Ich weiß es gar nicht. Also hier. Also, so lange wie ich das jetzt mache, ich mache das seit 13 Jahren mit Hundenjagen. Ja. Und also wir haben immer massig. Also ja. Bei der letzten Jagd, wie gesagt, 8 Hektar sollten wir machen, 4 haben wir geschafft, lagen 75 Sauen, ein paar Rehe und... Leuchtet rot, Remo? Ja. Ja. Ja, also hier sind wir wie gesagt bei der Drückjagdmeute bei Remo. Jetzt musst du nochmal sagen, wie heißt deine Drückjagdmeute nochmal? Meine Drückjagdmeute heißt die Stöberhunde von den Eichen. Die Stöberhunde von den Eichen und ich bin auch gerade wegen diesem Kandidaten hier. Wegen Boccia. Boccia ist ein Heideterrier, wie ihr schon gesehen habt im Vorgespräch. Der ist 2,5 Jahre alt, genau. Und ein richtiger Saupacker. Und ich brauche einfach bei mir nochmal einen ordentlichen Packer, der auch mal Sauen hält. Und gegebenenfalls auch mal ein Stück Dammwild runterzieht. Und da wäre er genau der Richtige. In 2 Jahren, da soll er mal nochmal Vater werden. Und da gucken wir mal. Und da muss ich mit Remo jetzt nochmal aushandeln, dass wir da mal einen Welpen reservieren für mich. Und er hat mir auch versprochen, ich darf den ersten Welpen aussuchen aus dem Wurf. Und das halten wir hiermit auch nochmal fest im Video. Das darfst du. Genau. Aber er ist ein schöner Hund. Ich bin froh, dass ich hergekommen bin und passt einfach. Und ja, in diesem Sinne, Horrido, Weidmannsheim, meine Freunde, vielen Dank fürs Reingucken. Und ich werde nochmal ein bisschen Info, gerade auch für Remos Drückjagdmeute, zwischen meinen Videos einspielen. Und wenn ihr Kontakt zu ihm aufnehmen wollt, herzlich gerne. Wenn ihr wirklich die Jagdmöglichkeiten habt und ordentliche Hunde braucht für die Schwarzwildjagd, dann meldet euch einfach. Telefonnummer wird eingeblendet. In diesem Sinne, Horrido, Weidmannsheim und vielen Dank fürs Reingucken, meine Freunde. Tschüss. Und draufdrücken.
Ne, der ist eingeweiht. Guck mal ein Foto von Migo Madi, das ist das Hänger. Darf ich mit reinkommen, ja? Okay. Ah, ich bin schon wieder dran hingeschissen. Das ist eine Non-Stop-Arm. Hey. Komm her. So, jetzt pass auf, wie ich gleich rauskomme. Ah, schöne gepflegte Anlage hast du hier. So, wir sind auch noch bei, musst du noch verkleiden, alles, weißt du? Und dann... Komm, Ruhe. Hey, jawohl. Gut. Ist gut. So, ja, ich will ja noch, ne, hier kommt der Wurfzwinger nachher noch hin. Mit Ausgehege. Dann gehe ich hier weiter raus. Da vorne ist noch so eine Kehrung, die mein komplett zu, gehe ich weiter raus, jetzt an den Baum rein. Okay. Also oh, dann haben die dann vierfache das, was sie jetzt haben. Und wer ist jetzt hier der Chef bei dir hier im Rudel? Nadja. Nadja, tatsächlich? Ja. Die zierlichste ist die Chefin, das ist unglaublich. Das sind auch alles potente Rüden hier, außer zwei Hündinnen dabei, ne? Hallo, what the looks? Ja. Ist so, ne? Die haben alle ihre Eier noch, ne? Ja, ja, das ist auch, das soll eigentlich auch so bleiben. Aber da kannst du auch sehen, geil, mega sozialverträglich deine Hunde, also läuft. Kein Material, was irgendwie mega ängstlich ist oder so. Die fressen auch alle aus einem Napf. Und das ist halt wichtig, ne? Ich hab da nicht so, dass die hier irgendwie so, jeder kriegt Kraft, das ist nicht mehr, das gibt es nicht. Die fressen alle aus einem Napf und so muss es sein. Ja, das werde ich dir auch nochmal einblenden, das Video. Das musst du mir nochmal schicken, denn. Dann passt das. Ja, Remo, vielen Dank, dass ich bei dir sein durfte und mir deine Hunde mal angucken konnte. Und auf jeden Fall, Butch, von dir hätte ich gerne Nachkommen. Und was auch witzig ist, dass er nur Butch heißt, ne? Butcher? Nee, er heißt richtig Butch. Butch, ja? Ja, und ich sage immer zu Butcher. Weil er hieß ja, mein bei dem Vorbesitzer, hieß er ja eigentlich Putin. Und ich konnte mich damals mit dem Namen nicht anfreunden, den habe ich ihn Butch genannt. Aber sein Sohn heißt jetzt Putin. Butcher heißt ja eigentlich auch Schlachter, ne? Ja. Auf Plattdeutsch, ne? Und das Witzige ist dabei, muss ich mal ganz ehrlich sagen, so ein kleiner Schwank nochmal aus meiner Kindheit. Mein Großvater, der leider schon verstorben ist. Hey, jawohl. Hat mich immer Butcher genannt. Und deswegen der Welpe, den ich von Butcher bekommen werde, wenn das ein Rüde wird, wird wahrscheinlich ein Rüde werden, dann wird er auch Butcher heißen. Aber muss ja keine Angst haben, ich wohne ja ganz im Norden. Ne? Also von daher. Ja, also vielen Dank, Horido, Weidmanns Heil. Und man sieht, deine Hunde lieben dich, das ist sehr schön. Also Remo, bis zum nächsten Mal. Peace. Peace. So, wir beide und die anderen auch wollten uns heute bei dir bedanken, dass du heute bei uns gewesen bist. Und wenn Butch das nächste Mal Vater wird, bekommst du zu 1000% von diesem Rüden einen Welpen. Egal ob Hündin oder Rüde, das ist mir egal. Aber du bekommst einen, das verspreche ich dir. Ich sollte nochmal reinkommen zu Remo und Remo hat noch eine Kleinigkeit für mich hier. Und Remo, also einmal hat Remo schon gesagt, hier ein bisschen Wurst hat er fertig gemacht und Schinken. Was hast du da schönes, Remo, für mich? Das ist Salami, okay. Das ist Gemisch, Rotwild. Rotwild sogar? Und Wildschwein. Wow, okay. Und ein bisschen Reh drin. Geil. Da drauf besteht die Knacker auch. Okay. Das ist
pures Wildschwein, ist aber Schmiersalami. Ja. Ne, die haben wir in so und Sud für uns gemacht und dann haben wir die gedarmt, geräuchert und bitte schön schmecken und dann ist Schinken. Das ist, heißt der Kugelschinken oder so haben sie gehabt. Oder sagt Kumpel zu mir, der räuchert das immer. Okay. Ja, und das kannst du dir schmecken lassen. Geile Nummer. Vielen, vielen Dank. Wie gesagt, ich bin bei der Kampfmittelbeseitigung. Ja. Und aus Panzerstäben, das ist ja richtiger Panzerstahl, also ja, wo sind ja die Ketten mit. Ja. Da lasse ich so eine Messer von Schmieden. Oh mein Gott. Und das möchte ich dir gerne schenken. Also unglaublich. Also da sage ich herzlichen Dank, Remo. Ne? Also coole Nummer, Mann. Echt geil. Das ist wirklich, also das ist richtig, ja, unglaublich. Panzerstahl. Aus Panzerstahl, ein Messer. Ja. Würde ich sagen, ja, vielen Dank. Gute Freunde sind immer gut. Du bist einer, du kommst dazu. Bei solchen Geschenken. Und das ist Hirschhorn hier vom? Das ist Hirschhorn, das ja ist vom Rothirsch. Ja. Da hast du mehr, Essig an, mehr ja Essiganteile. Ja. Da wurde die Klinge geschmiedet mit dem Stiftsystem, ja, mit so einem jetzt Industriekleber. Das kriegst du nicht mehr raus. Ja. Oh, das macht ein Kollege von mir, den bringe ich dem Panzerstahl mit. Mega. Und er schmiedet die, er behält welche und ich kriege natürlich auch immer noch welche davon. Ja. Ja, und das kannst du behalten, ganz gerne. Vielen Dank nochmal. Das würde ich dir wirklich schenken. Vielen Dank dafür, das ist ein geiles Geschenk. Jetzt müssen wir deine Frau nochmal ganz kurz haben hier. Also, meine Freunde, vielen Dank fürs Reinschauen. Und wie geil ist das denn bitte? Ein Messer gekriegt, Schinken gekriegt, Wurst gekriegt. Also, da fährt man auch gerne mal nach Mecklenburg und besucht eine Drückjagdmeute. Remo, vielen Dank. Ich danke dir herzlich dafür. Bitte, nicht danke. In diesem Sinne, Horido, Weidmanns Heil. Und vielen Dank fürs Reinschauen, meine Freunde. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. 2 Ewigkeiten nicht mehr das Vergnügen und sind vertrauter Zweisamkeit der Geselligkeit zu fügen. Doch wenn ich uns hier so sehe, nach all den vielen Tagen, dann überkommt mich das Bedürfnis, in Gemeinschaft heut zu jagen. Möge uns für alle Zeiten diese Leidenschaft begleiten. Horido. Wir ziehen durch die Felder und wir schnuckeln durch die Wiesen. Für uns gibt es nichts Schöneres, diese Schöpfung zu genießen, weil ab von Menschenmassen